sogenannten Auftritt, aber ich möchte mal etwas lesen über die Sinnhaftigkeit des Lebens. Der November, der ja sehr viele Gedenktage hat, unter anderem auch aller Seelen, und über aller Seelen habe ich ein kleines Gedicht geschrieben, aller Seelen am Grab meiner Mutter. Sollst nicht allein sein, sollst zwischen Gebein sein, mit Vater und Mutter eins sein. So sollst du ruhen, ich wollte es tun für dich. Dürfen wir klagen, die Toten wagen zu trotzen dem Zagen, ihre Schatten streben ans Licht, stehen in der Tür, wollen zu dir, spürst du es nicht? Einander zu sehen, beieinander zu stehen, die Freude wär groß. Ein Windstoß, ach, die Tür fällt ins Schloss. Zum Gebet ruhen die Hände im Schoß. Weihnachtswunder, Lichterglanz an Tannenzweigen, Hirten, die dem Kind sich neigen, Engel, die in Lieder geigen, singen froh Halleluja. Beide, Ochs und Esel gar, stehen auch im Stall dabei, käuen still ihr Dündelheu. Draußen geht ein kalter Wind und sie wärmen's nackte Kind. Die drei Könige, die Weisen, Kaspar, Melchior, Balthasar, knien erschöpft vom langen Reisen, bringen die Geschenke dar, Weihrauch, Myrrhe, sogar Gold für den Knaben Wunderhold. Stetig folgten sie den Stern, bis sie fanden Christ, den Herrn. Dieser lächelt selig mild, doch die Eltern sind im Bild über des Herodes List, fliehen fort zu rechter Frist, weithin nach Ägyptenland. Das ist allen wohlbekannt, die Geschichte in der Breite, und wir lesen nächste Seite, schauen übern Bücherrand, ziehen mit nun unverwandt in Gedanken bis zum Ende. War es so? Ist es Legende? Apropos Flucht ist noch zu fragen, warum hat der Esel das Kind getragen und nicht der Ochs? Der Arme, ihr Lieben, wird Tag für Tag zur Arbeit getrieben. Wie auch kommen mögen die Zeiten, das Weihnachtswunder wird immer bleiben.